Moin, der Wolfgang hier aus St. Peter-Ording, vom schönsten Ort Europas, inklusive Spielwarenmundenkind. Diesmal geht es um ein Spiel, das sehr großes räumliches Vorstellungsvermögen von dir abverlangt. Ich zeige dir, wie es geht. Trio Vision. Ein Spielfeld, 16 Felder, 4 Farben, 8 Pöppel. Die Ausgangssituation ist variabel. Das heißt, ob die Blauen den Gelben, den Grünen oder den Roten gegenüberstehen, ist vollkommen egal. Jeweils 2 gleiche Pöppel auf den mittleren Feldern eine Grundlinie. Wir spielen alle gleichzeitig und versuchen jetzt, durch das Versetzen eines Pöppels von irgendwo auf irgendein freies Feld eine dieser umherliegenden 12 Konstellationen zu bauen. Das heißt, schauen wir uns das einmal etwas näher an, ob ich da etwas finden kann. Ja, wenn ich diesen Pöppel hierüber lege, könnte ich diesen Punkt für mich gut schreiben lassen. Eine neue Karte und weiter geht's. Was können wir noch machen? Wenn wir diese Konstellation hier beispielsweise, die existiert schon. Sie darf ich nicht werten. Ich darf nur Konstellationen werten, wie zum Beispiel diese hier, die ich durch das Versetzen des Pöppels erreicht habe. Und finden wir noch eine. Hier zum Beispiel gelb-gelb-rot gibt es auch. Darf nicht gewertet werden. Aber den hier könnte ich wiederum mir gut schreiben lassen. Sobald wir uns alle einig sind, dass keine Funktionen mehr zu finden sind, keine mehr umzusetzen sind, keine Punkte mehr zu erreichen sind, endet das Spiel. Gewonnen hat, wer die meisten richtigen, die meisten Übereinstimmungen. Nehme ich übrigens eine Konstellation an, sage, ach, guck hier, pass auf, so und so sieht das aus und dann, schau, die Farben sind verkehrt rum, dann muss ich nicht nur diesen Punkt weglassen, ich muss auch einen Punkt, den ich bereits bekommen habe, abgeben und diese Konstellation bleibt so stehen. Somit ermöglicht es einem nicht, sich langsam an eine bestimmte Position heranzuarbeiten. Ja, wie gesagt, wer die meisten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Ja, und ob du das mit 5 Leuten, 10 Leuten, zu zweit oder auch nur alleine spielst. Stell dir vor, Eieruhr genommen, 5 Minuten gestellt. Wie viele Konstellationen findest du innerhalb von 5 Minuten? Ganz gleich, es macht immer wirklich richtig Spaß. Probier es aus, ob bei uns oder bei dir zu Hause. Über unseren Online-Shop kannst du es auch bekommen. Viel Spaß!